So, hallo, wir machen weiter bei Superliminal. Und letztes Mal haben wir versucht, das Notfallprotokoll auszulösen. Uns wurde aber gesagt, geht nicht. Und jetzt sind wir immer noch im Traum gefangen. Und wir sind sehr gespannt, was wir jetzt hier tun müssen. This is highly unusual. It appears you have entered the Somnasculpt diagnostic framework. Aha. Patients do not have access to this dream. Tja, da bin ich wohl doch gelandet. Paradox Behavior. Diagnostic warning. Unrealistic use of dream objects may result in dream integrity fail states. Also das eine Haus konnte ich nehmen, alles andere geht nicht. Komme ich hier weiter? Ah, okay, ich muss durch das Haus. Kann nur gucken, ob hier noch irgendwelche Secrets sind. Farbige Figuren zum Beispiel. Aber scheint nicht so. Ah, aber eine Sodamaschine ist hier. Macht einfach gleich kaputt. So. Du musst größer werden. Sonst komme ich da nicht durch. Ja, das sieht schon besser aus. Somnasculpt. Sleep Clinic. Noch ein bisschen größer. Das sollte reichen. Oh, das ist das nicht der Gang, wo ich gerade rausgehe. Ach so. Ach so. Nee. Oder? Jetzt ist hier offen, ne? Wenn ich jetzt... Oha, 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 oha. Wenn ich das jetzt wieder kleiner mache und hier dann noch viel kleiner und hier rausgehe, kann ich dann jetzt nicht hier in irgendein Haus rein, bestimmt. Closed. Alles zu. Hier ist auch zu. Aber hier läuft Musik. Aber das nützt mir nichts. Das da irritiert mich. Da kann man irgendwie... Irgendwas ist da. Das ist nur auf der Seite. Come back later. Weil jetzt will ich da nicht runter. Nee, jetzt will ich da echt nicht runter. Gibt es noch woanders eine Möglichkeit, wo man... Wenn man Kleines reinkommen kann, ist die Frage. Diagnostic warning. Paradox prevention protocols may not be fully implemented. Oder muss ich das jetzt wieder so setzen, wie es war? Gar nicht möglich, das wieder genauso zu setzen, wie es war, ne? Wo könnte ich das Ding hinsetzen? Wo könnte mir das nützlich sein? Das sind ja alles hier keine... Wieso höre ich hier Musik?
What the heck? Ist hier hinter irgendwas? Nee. Diagnostic warning. Paradox prevention protocols may not be fully implemented. Also ich soll kein Paradox erzeugen. Wie erzeuge ich denn ein Paradox jetzt hier in dem Fall? Gibt es hier eine gute Möglichkeit, ein Paradox zu erzeugen, ist die Frage. Oh, warte! Gibt es... Ich muss einfach mit dem Haus durch das Haus laufen. Versteht ihr? Please paradox from creating any refrains. Explosive dream overload. Open result. Please paradox overload. Yep, das hat nicht so gut das war nicht so gesund. Und der ganze Traum löst sich auf. Der deutsche Text ist schon großartig. Wobei, vielleicht sollte es so. Okay. Wir haben wohl ein Paradox erzeugt. Not an exit. Okay, dann gehe ich wieder. Jo, war das gerade eben auch... Oh! Okay, wie weit kann ich hier laufen? Das muss ja dem Ding nach hier aufhören jetzt. Ich hoffe, ich muss das nicht gleich alles zurücklaufen, sondern es ist richtig, dass ich hier dann... Oha. Okay. Das hat mich gerade ein bisschen erschreckt, aber alles gut. Gehen wir hier weiter. Ist hier drüben auch so eine Wand? Jo. Ah ja. Das ist jetzt nicht so gut. Weil das bedeutet, ja, ich wollte gerade sagen, das bedeutet ja, dass ich wieder dahin zurückkomme. Ist das hier für nichts? Muss ich den ganzen Weg zurücklaufen und es war doch ein Exit an der anderen Stelle? Das wäre nicht so cool. Ich dachte jetzt, ich entdecke hier voll das Secret. Aber das sieht nicht so aus. Scheiße. Okay, wir laufen zurück.
irgendwas muss da außen hier noch sein. Irgendwas muss hier sein. Weiß nicht was, aber irgendwas muss hier sein. Oh no, jetzt muss ich echt den ganzen Weg gelaufen. Ich habe kurz die Augen geschlossen und war es dunkel. Ich laufe das jetzt nicht nochmal alles. Nee. Da ist bestimmt irgendwo eine Figur versteckt. Ich laufe das jetzt nicht alles ab. Wirklich nicht. Guck kurz auf die Seite, ob ich spontan was sehe. Ja, ich laufe das jetzt nicht alles ab. Hilfe. Hilfe. Da oben ist was. Habt ihr das gesehen? Oder war das Zufall? Da, seht ihr das? Jetzt ist es wieder weg. Aber ich komme da nicht ran. Keine Ahnung, was das ist. Vielleicht das, wo ich reingefallen bin. Das kann sein, dass das einfach angezeigt wird. Ach so. Das ist ein Würfel hier. Ja, wait, dann... müssen wir doch mal gucken, ob ich das da oben nicht angezeigt bekomme. Nee, das ist... okay. Nee, ist egal. Ist egal. Egal. Ach so, und so ist es aufgebaut. Schwupps. Es wird immer verrückter. Es wird immer verrückter. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. And many years ago, I had a dream. I found myself in a place where I understood that each of us begins as nothing. Where everything I perceived was shaped by seeing it exactly the way I wanted to. White space. So, da geht's weiter. Ich sehe das. Das ist die Rezeption. LOL! Umwelt gerettet! Okay! Achievement gekriegt. Okay. Nehme ich mit. Okay, gehen wir den Weg weiter. Okay. Alter Schwede. Ach so. Das ist passiert.
Werde ich es erreichen oder nicht? Ich werde es erreichen. Erase me. Relaxiat. Minerals. Female Toads. Jo! Wie oft will ich noch durch die Decke fallen? Durch den Boden. Not an exit. Aha. Wo muss ich hin? Wait, habe ich da nicht... Guck mal, hier ist ein Eck. Lol. Ah, okay. Ah, okay, so ein Ding ist das. Und wir in einem komischen Gang. Es hört nicht auf, komisch zu sein. Okay. Kann ich da raus? Ja, leider. Das heißt, auch hier könnte man wieder alles ablaufen. Ich hoffe aber, ich hoffe, dass sie an solchen Sachen nichts verstecken. Das wäre schon brutal. Ich meine, ich könnte jetzt nach hinten, ne? Yep, so viel dazu. Okay. Ich hoffe aber, dass sie sonst nichts verstecken. Oh, warum ging das jetzt? Warum war das möglich? Ist hier auch was? Nope. Okay, zu dem Schwarzen laufen wir noch hin. Weil es ist wie eine Treppe, ne? Wie so ein Aufweg. Ach so. Ach so, okay, ich komme von der Seite aus rein. Na, das ist doch schon mal gut zu wissen. Gehe ich erstmal außen rum. Ja, er will lesen. Ach, das ist ein Würfel. Wieso kann ich den mitnehmen? Warum darf ich das? Ah, weil ich ihn brauche. Viel größer. So. Hä? Wieso wird er gerade immer kleiner? Was mache ich falsch? Nein! Darf ich noch einen? Puh.
schon, der wäre weg, ne? Hab den schon nicht mehr gesehen, gedanklich. Jetzt muss es aber passen. Puh, ich dachte schon. Das wär's gewesen, ne? But in white space, I also faced the greatest challenge I could imagine. Because with a lifetime of life itself behind me, and all of the weight that it carried, I realized that seeing things the way I wanted to was not as easy as it used to be. Okay. Eh nix. Mach dich mal wieder kleiner, dankeschön. So, bevor ich da reingehe, müssen wir uns auf jeden Fall auch erst umgucken. Ach, da kann ich gar nicht rein. Das ist ein riesiger Lichtschalter. Oh shit. Ich wollte mich erst umgucken, bevor ich da. Ah. Ja, too late. I'm sorry. Yo, wa. Ich frag nicht mehr. Ich frag nicht mehr. Ja, wir fallen wieder runter. Ich hab's mir schon fast gedacht. Wir sind noch nicht lang genug, oft genug gefallen. Ich möchte übrigens bitte, dass dieser Abschnitt hier interpretiert wird, künstlerisch. Und, ja, ich möchte wissen, was der Künstler sich hierbei gedacht hat. Ah ja. So, wir sind also wieder in so einer Schlaufe. Kann ich mit den Fenstern irgendwas machen? Nein. Kann ich in den Fenstern irgendwas sehen? Nein. 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 Nein, okay. Gut, dass wir drüber geredet haben. Man muss hier in dem Gang irgendwas anders sein. Nein. Ha! Hätte da oben irgendwas. Okay, was muss ich hier tun? Das ist schon äußerst merkwürdig. Okay, wir gehen einfach mal weiter, vielleicht passiert ja was. Aber mir scheint, als würde das einfach durchloopen. Gelb war jetzt links. Ja, es loopt einfach komplett durch. Nur rot ist zweimal da. Blau und gelb ist jeweils einmal da. Nützt mir das irgendwas? Effektiv. Hä? Ich kann hier einfach rauslaufen. Wie soll man darauf kommen? Was zur Hölle?
You're well beyond dreaming now, and further out than anyone has ever come back from. Ja, so spür ich das auch. But we hope that you won't get discouraged. After all, if this is a place of pure perspective, isn't it also a place where a different point of view could make anything possible? Isn't that why you came here? Ja, kann man so sehen. Aber alles möglich ist trotzdem nicht, weil ich ja immer noch innerhalb eines Spiels bin. Und das Spiel mich nur so viel machen lässt, wie es halt programmiert ist. Wer bin ich? Wo bin ich? Was ist hier los? Das sind die riesigen Wasserspender. Bevor ich da reingehe, diesmal nicht. Diesmal gucke ich mich erst um. Okay, warum kann man hier langlaufen? Gott, wieso kann man hier langlaufen? Das ist viel zu groß, um hier irgendwas zu suchen zu wollen. Oh nee. Oh nee, please no. Ich will hier nicht alles absuchen. Vor allem, ich werde hier einfach langlaufen für nichts. Oh, shit, ey. Hier ist auch nichts. Nee, Mann, wieso laufe ich da überhaupt lang jetzt? Lass mich da wieder hoch. Oh no. Oh no, ich komme nicht mehr hoch. Oh Mist. Komme ich hier wieder hoch? Nee. Ach du Schande. Komme ich hier wieder hoch? Das ist jetzt nicht gut. Das ist jetzt gar nicht gut. Ich bin ein bisschen stuck, kann das sein? Komme ich hier hoch? Ja, irgendwie so ein bisschen. Ja, das ist genau der richtige Weg. So soll man wieder hochkommen. Genau. Genau so soll man hier wieder hoch. Das ist der Weg. Yo, hier ist einfach wirklich was versteckt gewesen. Sick. Sick. Da war halt echt was. Nicht, was ich gesucht habe, aber da war was. Uff. Ich gehe jetzt nur immer so weit, dass ich weiß, ich komme noch zurück. Okay. Ich glaube, da ist nichts weiter. Ich will jetzt nicht noch mehr suchen.
Mein Kopf ist schon bekloppt genug. Ist okay. Ist okay. Aber wenn man ganz außen rumläuft, kann man wahrscheinlich auch hier wieder hoch. Das ist gut möglich. Alter. Was ein richtig merkwürdiges Zeug. So, gehen wir einfach hier durch, bitte ganz schnell. Uff. Aha. Aha. Wait, what? Überall da, wo ich eine Figur hinstelle, kann ich da. Ich verstehe. Überall, wo eine Figur steht, kann ich laufen. Hey, ich bin dumm. Ich sag noch gerade, wie es ist und mach's falsch. Ich muss immer die wegnehmen, wo ich nicht draufstehe. Wie kann man denn so oft so falsch liegen? Sicher ist sicher. Okay. Das war auch interessant. Aber hier ist ja eine Tür. So viel dazu. Aber ich muss ja. Wenn ich nur einen Würfel hier habe, komme ich mit dem niemals da hoch. Und das geht nicht. So viel weiß ich auch. Ist das, was er meinte mit, man kann die Perspektive jetzt, oh Gott, man kann die Dinge ändern, dadurch, dass man sie anders betrachtet. So, wenn ich hier was reinsetze, dann sieht es aus, als ob ich durchlaufen könnte und deswegen kann ich durchlaufen. Und vorher konnte ich das nicht. Ach du Schande. Das war jetzt nicht so gut. Eieiei. Da war, wollte gerade sagen, da war bestimmt auch noch irgendwas versteckt hier, aber. Yo! Okay, das macht den Kopf aber jetzt richtig. Oh mein Gott. Der Gang zerstört jetzt ja den Kopf komplett. Uff. Okay.
7.59 Uhr. Acht Uhr. Ein normaler Ladebildschirm. Ich drehe mich nicht um. Wir gucken beim nächsten Mal, was hier ist. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.